Ja, Burschen und Burschinnen und Burschikosen und Burschimalteken, wir sind hier wieder zusammengefunden worden, tun Dingenskirchen für eine zweite Probe The Forest. Ja, wir probieren es einfach nochmal. Wie gesagt, sorry, dass es letztes Mal nicht so gut gelaufen ist. Ja, ist halt eine Alpha-Version und wenn die abschmiert, dann kann die auch mal einen Teil des Videos mit in die Tiefe reißen. Das, ja, da kann ich leider auch nichts machen. Aber wenigstens konnte ich das Video an sich noch retten. Das war nämlich ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht klappt das ja jetzt ein bisschen besser. Ich meine, ja, mal schauen. Ich hoffe es, dass wir das jetzt vielleicht ein bisschen besser hinkriegen und vielleicht sogar mal 2 Tage überleben. Ich meine, das wäre schon ein großer, großer Fortschritt. Übrigens wurde ich kurz bevor das letztens abgeschmiert ist und über Nacht eigentlich auch. Ja, da schaue ich lieber, dass ich das ganze Freitag hochladen kann. Da passt mir das auch eigentlich ganz gut. So, und der Kurze klammert sich hier wieder fest. Und wir gucken hier schon wieder The Necklace. Der Film der Filme. Es gibt übrigens auch einen zweiten Teil, The Necklace, Rückkehr des Necklace. Und einen dritten, Revenge of the Necklace Murderer. Ich bin jetzt eigentlich komplett kaputt, aber ich dachte mir, ich hau jetzt ein paar schwachsinnige Kommentare raus, und um das Spiel jetzt vielleicht ein bisschen aufzupeppen. Na komm, nimm ihn mit. Du willst es doch auch. Ja, wer weiß, was die damit machen mit dem Kurzen. Ah, Zeitung, Zeitschrift. Können wir auch schon lesen. Mensch. So, wir sind wieder blutbeschmiert. Ich muss mich jetzt auch erstmal wieder hier an die Steuerung gewöhnen. Wie gesagt, ich spiele eigentlich immer ein bisschen mit einer anderen Steuerung. Nehme die ganze Scheiße hier mal mit. Na, okay, da bin ich jetzt gerade in den Schrank gelaufen. Das war nicht so gut. Okay, so. Ich hatte ja erwähnt, dass ich, das Ganze schon mal gesehen habe. Na, nimm mal mit die Scheiße. Und, also ich hatte es mir ja, bevor ich hiermit überhaupt angefangen habe, schon mal angeschaut. So ein kleines Let's Play, den Anfang. Und da ist der Typ einfach irgendwie hier so, irgendwie so hinmarschiert. Ich weiß nicht, der hat hier irgendwie so ein Camp gefunden gehabt und, hat sich gleich mit den Kollegen hier angelegt. Aber ich sehe gerade kein Camp. Das war irgendwie auch direkt da. Nehmen wir das mal alles mit. Das war auch irgendwie direkt hier in der Nähe. Das verstehe ich gerade nicht. Ich dachte, das wäre hier direkt. Das war hier bei der Absturzstelle, hundertprozentig. Und der hat sich auch gleich mit den Kannibalen angelegt. Und die alle abgeschlachtet im Prinzip. Und dann hatte er auch Ruhe. Naja gut, ich bewege mich einfach mal ein bisschen weiter vorwärts. Also die haben ihn tatsächlich auch einigermaßen in Ruhe gelassen. Okay. Ich stelle mich mal hier auf Waldlichtung. So. Ich sehe nur nichts. Ich habe irgendwas gehört, aber ich sehe wieder nichts. Ah, die umringen mich jetzt gleich wahrscheinlich wieder. Da hinten ist einer. Ja, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, die einfach anzugreifen sofort. Die Bastarde. Ehe die mich hier noch fertig machen können. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt sowieso gleich schon. Oh! Okay, ja, sie haben es auch auf mich abgesehen. Ich verstehe das aber nicht. Die sind doch eigentlich gar nicht so aggressiv. Zumindest bei dem Let's Play-Kollegen da. Aber vielleicht war es auch schon irgendwie eine andere Version, die der hatte.
die er sich vielleicht vorher besorgt hatte. Vielleicht reagieren die da auch noch ein bisschen anders. Also, nur nicht umringen lassen. So, ihr Spackos. Oh, scheiße. Stirb. Ich weiß, das ist sehr martialisch. So, sind jetzt alle tot? Sieht gut aus. Okay, gut. Ich würde sagen, wir können einfach mal weitergehen. Aber ich kann mal das Inventar öffnen. So. Lauers Energy. Restores Energy, das hört sich gut an. Ach nee, das ist nur die Energy. Haha. Und nicht unser Lebens, unsere Lebenskraft. Nehmen wir mal alles ein bisschen mit hier. Ja, so ein bisschen was zu futtern wäre nicht schlecht. Ich glaube, wir gehen nochmal eben hier hin. Also es kann sein, dass das hier alles wirklich... Vielleicht ist hier was drin. Ups. Dass das hier alles wirklich sehr zufallsgeneriert auch ist. Ach, kann ich nichts mehr tragen, so ein Shit. War da gerade irgendwas? Ja, und... Ich gehe da schon fast von aus, dass es sehr zufallsgeneriert ist. Diese Echsen können wir übrigens... Achso, den haben wir gleich mit umgenietet, mit dem Flugzeug. Okay. So, und die können wir hier auch, die Warane. Die können wir uns auch schnappen. So, Pilze auch immer gut. Kommt jedenfalls immer drauf an, welche Pilze. So. Ach, scheiße. Hallo. Das hier soll es kaputt machen. So. Wir looten jetzt erstmal hier diese ganzen Geschichten. Na komm, stell dich nicht döver, als du bist. So. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Ah, war er zu schnell? Ist er zu schnell, bist du zu langsam? So. Schauen wir mal, was hier unten abgeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht erstmal... Was war das? Achso. Ich glaube, ich gehe lieber hier nochmal ein bisschen... ja, also ich glaube eigentlich sogar... dass man sich gar nicht so weit hier erstmal wegbewegen sollte, darf. Sonst werden wir wahrscheinlich wie letztes Mal gleich umgebracht. Und ich würde einfach mal sagen, wir bauen hier auf dieser lauschigen Lichtung mal hier alles auf. Und zwar gibt es diesen tollen Survival Guide. Basics. So. Ich mache Shelter da. Shelter, ich mache Shelter hier. So. Dann hier irgendwie das Lagerfeuer oder so. Das ist ja ganz gut, glaube ich. Genau, hier auf die Hand. So schnell geht das. So, wir brauchen jetzt noch Baumstämme und Sticks. Stickety Sticks brauchen wir. Und die kriegen wir hier, glaube ich, von denen. Hallo. Nimm mit. Achso, mehr brauche ich gar nicht. So, ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich wieder angegriffen werden. Ah, wir können ja hier mit dem Kollegen, den wir jetzt da runtergeschmissen haben, können wir mal anfangen. Aber den wollen wir wohl gar nicht nehmen. Okay. So. Dann wollen wir mal hier ganz professional die Bäume fällen, weil wir haben ja gesehen, die können ja auch auf die Bäume draufklettern und so.
solche ekelhaften Geschichten. Dann nehmen wir den mal ein bisschen hier den Lebensraum. So. Baum fällt. Okay, so war es jetzt eigentlich nicht geplant, aber egal. So. Jetzt können wir auch, wie letztes Mal schon probiert, hier die Bäume schleppen. So, dann haben wir einen. Und den nächsten. Dann könnt ihr auch mal so ein bisschen das Crafting, System hier sehen. Nehmen wir das auch nochmal alles mit. So, wo sind die anderen Baumstämme? Hier muss noch mehr sein. Ach, da hinten ist, liegt auch noch einer rum. Ja, ist natürlich ganz schlau, wenn wir hier unser Lager direkt bei den Leichen aufschlagen, damit auch jeder sofort sieht, oh, der kann nur böse sein. Aber gut, ich meine, es sind Kannibalen, die greifen uns eh an, also es ist scheißegal. Wir werden ja eh hier keine Freunde. Kann man wohl die Vögel auch? Nein, eigentlich bin ich ja sehr tierlieb. Nur in Spielen manchmal nicht. So. Kann ich eigentlich auch rennen? Cool. Der Typ ist aber ganz schön stark. So. Ich würde sagen, ach komm, nehmen wir den hier auch nochmal vielleicht. So, komm und weg mit dem Ding. Einmal umrunden. So, und dann irgendwie hier, damit wir uns gar nicht so weit wegbewegen müssen. Na, ja komm, Hammer hier drauf. Aber das finde ich cool, also es ist wirklich... Oh, und direkt bei uns ins Lager gestürzt. Sehr praktisch. Zum Glück steht das Ding... okay, wir können sogar mehrere nehmen, das ist ja gut zu wissen. Ups, das ist ja mal richtig cool. Okay, ich habe gemacht Shelter. So. Und wir können ja auch saven. Okay, aber das mache ich jetzt noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal hier weiter auf. Und zwar schauen wir mal Feuer. Dann bauen wir mal unser Lagerfeuerchen. Bauen wir es mal... Na, dahin. Ah, und Blätter brauchen wir. Blätter kriegen wir, genau, ihr habt es richtig geraten, von Bäumen. Ja, jetzt habe ich hier wieder so ein Beinchen. Ja, das ist eigentlich... Sieht aus, als wenn sie erschlagen worden wäre, die junge Dame. So, ich muss mal gucken, vielleicht können wir die auch hier schon irgendwie abkriegen. Ah, okay, die nimmt er also automatisch auf. Gut zu wissen. So. Okay. Dann können wir es auch anmachen. Aber ich gucke mir erstmal an, was wir jetzt noch hier... Die Basics. Berries are an Indigo. I have a little crown on the tip. Mhm. Also, essbar sind diese, oder? Ne, diese hier. Okay. Und die sind toxisch, wie es aussieht. Ne, die sind beide essbar, genau. Und die sind toxisch, diese zusammenklebenden Beeren. Und die sind auch schwarz, okay. Gut, dann haben wir ja hier erstmal alles aufgebaut. Dann gehen wir mal in den Main Index. Was können wir hier noch bauen? Furniture, aha. Traps. Okay, Es lohnt sich jetzt, glaube ich, noch nicht. Wenn wir auf offenem Gelände sind, ist das ein bisschen schwachsinnig. Okay, wer hat das hier reingeklebt? Das ist sehr interessant. Boote können wir auch bauen. Main Index. Und ein Custom Building. Cool, wir können ja also wirklich... Das ist natürlich geil. Ein Defensivwall. Vielleicht sollten wir mal hier so einen Wall errichten. Wieso nicht? Ich meine, das kann ja nur helfen. Machen wir es mal so irgendwie. Obwohl wir natürlich 6 Baumstämme pro Wall brauchen. Ah, es ist schon eine ganze... Oh.
ich das auch abbrechen? Scheiße, da kommt ja eine ganze Bande an. Ich hoffe, ich hab das Ding jetzt auch hier wieder weg. Wie kann ich das denn abbrechen? Ich will das abbrechen, scheiße. Und das finde ich scheiße. Es ist doof. Es ist einfach blöd. Ja, komm, egal. Mach doch jetzt diesen scheiß Wall dahin. E, ich drücke E. Scheiße. Ich drücke E die ganze Zeit. Gerade zumindest. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Es stört gerade ziemlich. Und ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Oh, jetzt kommt hier... Oh! Fucking hell! Also ich verteidige mich hier bis zum geht nicht mehr. Und E kann ich drücken wie bescheuert. Es passiert nichts. Oh. Es stört mich gerade ganz, ganz doll. Oh. Okay. Ich glaube, ich überlebe diesen ersten Tag auch nicht, obwohl wir ja schon eigentlich weit gekommen sind. Okay. Also einigermaßen habe ich das Kampfsystem, glaube ich, jetzt auch raus. So, Freunde. Scheiße. Stirb doch! Was macht ihr denn da eigentlich? Okay, den haben wir schon mal zerstückelt. Wo ist der andere? Wo ist der zweite hin? Okay, es kann sein, dass sie sich irgendwann auch wirklich zurückziehen. Fände ich gut, wenn es so ist. Okay, es sieht so aus. Gut. Ich guck nochmal ins Inventory hier. Na. Vielleicht können wir hier was anderes auswählen. Machen wir mal hier so ein Basic Wall vielleicht. Ups, das wollte ich jetzt aber nicht. Oh, und da kommt er doch wieder. Kleine Pisser. Und ich habe meine Axt gar nicht mehr ausgewählt. Haha. Ich klicke hier wie so ein Berserker. Komm, er will mich weglocken. Dann folgen wir ihm einfach mal. Ja, guck mal, da hat er Angst bekommen. Okay, das wirkt also doch, wenn man die wirklich angreift. Aber er gibt nicht auf. Na komm. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der kleine Bursche? Du Saubum, du mal jetzt. Plott, du Kleiner. So. Oh, scheiße. Ich frage mich, was das gerade für Töne sind, die wir da gehört haben. Okay, wir töten ihn jetzt durch den Stein. Hallo, stirb doch jetzt. Ist er jetzt tot oder was? Ich sehe jetzt natürlich auch nichts. Das ist noch viel besser. Ja, und wir haben, glaube ich, hier echt so einen Bug. Oder ich mache irgendwas falsch. Okay, der Typ ist down. Wortwörtlich. Hm. Oder muss man hier vielleicht erst die Baumstämme aufsammeln, dass man... Ups. Nimm den Scheiß auf. Das ist doch doof, ey. Ja, vielleicht können wir irgendwas anderes damit... wenn wir hier irgendwas anderes nehmen. Ein Lockholder. Das ist doch nice. Wer braucht hier nicht den kleinen Lockholder? Ja, super. Das ist ja... Ah, Sau. Okay, das funktioniert. Das ist cool. Und G, wir droppen, ups. Ja, wir droppen das einfach mal ganz dezent dahin.
Das Bein, Arm, Dingenskirchen. Brauchen wir nicht. Okay, bisschen Energie wäre nicht schlecht. Die Bären haben wir alle aufgefressen. Ach, da hinten sind auch welche. Oder auch nicht. Das ist. Sieht nicht nach Bären aus. Wir machen das hier einfach mal. Wo kommt dieser Kopf daher? Habe ich den irgendwann mal mitgenommen? Oder was? Ist hier noch einer? Ja, wir sollten vielleicht doch irgendwie... Haben wir was zum Essen? Wir haben einen Snack. Den würde ich mir aber ganz gerne aufbewahren und... Ah, wir können jetzt... Wir haben ja hier unsere Lizards gefunden. So. Ja, so ein lauschiges Feuerchen machen wir jetzt einfach ein paar Blätsche rein. Und dann würde ich sagen, wir können hier auch gleich... den Lizard mal reinschmeißen und Skins increases Armor. Ah, geil, das ist cool. So, dann packen wir das Teil mal da rein. Mit C. Wunderbar. So, ich würde sagen, dann rüsten wir mal schnell wieder die Axt aus. Unser Lebensretter hier. Und dann, da, ich wollte gerade sagen, wir gucken mal, ob wir wieder Viech finden. Ja. Bug 2. Oder da waren irgendwie zwei aufeinander, wie es aussieht. Sehr interessant. Okay. Können wir schon essen? Ah, cool. Reitireit. Ah, das ist natürlich richtig cool. So. Und der Hase fängt auch Feuer. Ist natürlich sehr intelligent, das Tier. Aber ich kann ihn jetzt nicht reinschmeißen. Das ist natürlich blöd. Blöd. Sehr blöd. Vielleicht müssen wir es erst noch einmal anfeuern hier. Vielleicht wegen dem Regen. Das ist natürlich scheiße. Und eigentlich sollten wir auch nochmal das Blut abwaschen, sonst werden wir ja hier infiziert noch. Ich kann das Viech echt nicht reinschmeißen. Ach. Also ich habe echt das Gefühl, dass das hier an allen Ecken noch rumbackt. Oder ich mache vielleicht auch irgendwas falsch. Das will ich ja natürlich jetzt auch nicht ausschließen. Wetter wird auch ein bisschen schlechter. Was haben wir hier noch? Noch Arm und Bein. Sagen, wir rennen noch mal schnell zum Fluss hier unten hin. War hier nicht irgendwo ein Fluss? Aber wie es aussieht, nicht. Das ist natürlich doof. Die können wir auch noch mal essen. Wunderbar. So. Yummy, yummy. So. Ich... Oh, oh, schön Regenbogen. Schön. Ja, ich gehe jetzt eigentlich schon... Ich will doch eigentlich die Pilze, nicht die scheiß Steine. Aber egal. So. Okay, also es wird hier schon echt lauschiger. Oh, schön. Wirklich nett gemacht, muss ich sagen. Trotzdem wollen wir hier noch weiter... unsere Zeit nutzen. Wo kommen die denn alle weg? Sind die ganzen Hasen irgendwie da bei unserem Kampf hier drauf gegangen? Das ist natürlich gut für mich, schlecht für die Hasen. Hallo. Ach. So, dann wieder hier hin. Okay, so, hier. Bisschen Steine. Ja, wir haben ja, glaube ich, auch alles zu Holz, zu Brei, Klumpf, wie auch immer, geschlagen.
So, wunderbar. Jetzt haben wir hier diesen wunderbaren Dingsholder. Oder kommen da jetzt gar keine... Ach, da kommen, glaube ich, nur die kleinen Sticks rein, ne? Hm, das ist natürlich doof. Na gut, ich würde sagen, wir feuern nochmal eben an. So, und dann schlage ich vor, wir legen uns mal hin. Es ist ja doch jetzt mittlerweile lauschiger hier geworden. Ja. Ne? Ganz einfach. Okay. Achso, Z muss ich drücken, ja dann. Z wie sleep. I like to sleep. Okay. Scheint irgendwie Morgendämmerung zu sein oder so. Na gut, ja, was können wir jetzt noch bauen oder was können wir jetzt hier noch machen? Jo. Standing Fire, Fire Pit. Storage, Lockholder. Haben wir den nicht gerade gebaut? Oder bin ich bekloppt? Der soll den Mist doch dann halten. Holden. Das muss ich mir nochmal angucken. Oder sehe ich hier irgendwie so einen Button, der hier wieder aufplöppt oder so? Vielleicht muss ich auch einfach G drücken. Okay, ja, dann haben wir hier die schönste Sache der Welt gebaut. Die aber zu nichts zu gebrauchen ist. Ja, und den Stamm kann ich auch nicht mehr. Doch. Oder muss ich den so irgendwie? Keine Ahnung. Es wird einem hier sehr wenig. Ah, okay. Ah, okay, dann müssen wir es manuell machen. Na, rein mit dir. Gut. Aber ich finde es ein bisschen schade. Hier wird so wenig... Man wird hier reingeschmissen und dann nach dem Motto, mach irgendwie was draus. Ich meine, das ist natürlich ganz schön, aber auf der einen Seite ist es natürlich ganz schön, aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen vermisse ich auch. Na gut, ich meine, es ist auch eine Alpha, ne? Muss man ganz klar sagen, die erste Alpha überhaupt. Na komm. Komm, du blödes Viech. Komm her! Komm her! Dann nehme ich den Hasen, so. Vielleicht kann ich damit ja auch meine Rüstung verstärken, das weiß ich gerade nicht. Ja. Can be used as weapon or for crafting? Ach so, wahrscheinlich hier für diese komischen Sachen, die da in diesem blutbeschmierten Teil des Buches waren, wo auch immer diese Dinger dann herkommen. Okay, ich würde sagen, wir fällen einfach hier nochmal den Baum. Der ist eh schon irgendwie angekratzt, wie auch immer. So. So, stellen wir uns mal hier hin. Wellenfeld. Ja, ich finde das ganz cool eigentlich. Also, es ist saugeil gemacht. Das muss man ja mal sagen. So, wir können ja 10.000 Stämme auf einmal tragen. Oder auch nicht. Wie man hört. So, ich stelle mich einfach mal hier hin. Ja, das hat super funktioniert. Also irgendwie... Entweder mache ich das hier komplett falsch und man kann es wirklich irgendwie skripttechnisch da rein buxieren. Ja, ich glaube, irgendwie läuft das hier falsch. Man muss wahrscheinlich irgendeine Taste drücken, die ich nicht kenne. Das finde ich doof. Ah! Ich brenne! Scheiße, was mache ich jetzt? Springen? Ja, okay, das war... Ich dachte, ich werde angegriffen. Na gut, in gewisser Weise stimmt das ja sogar.
Tja, okay. Wir können noch bauen. Gucken wir uns das Ganze hier nochmal an. Storage haben wir sonst gar nichts. Nur diesen Lockholder. Click to place. Was ist das? Okay, das ist irgendwie was sehr Merkwürdiges. Hier kommen bestimmt noch irgendwelche Sachen hin. Gehe ich mal stark von aus. Was in der Alpha noch gar nicht. Rabbit Cage, cool. Small Garden, noch den bauen wir uns mal hier hin. Das ist ja nett. So, wir haben ja hier auch schon die passenden Sachen, aber ich glaube, ich hole die mal. Den nehme ich mal hier. So, wo ist der Rest gelandet? Wir haben den so gefällt, der Rest. Diese blöden, dass das auch sofort ausrüstet, sozusagen, ist schon nervig. So, hier war jetzt nichts mehr. Der muss doch hier irgendwie hergefallen sein, oder? Irre ich mich hier? Okay. Ah, noch mehr Häschen. Ich glaube, ich habe die Hasen erschlagen. Kann das sein? Okay, mehr ist hier jetzt auch nicht. Ich halte mich jetzt erstmal auch ganz blöde bei meinem Lager erstmal mehr auf. Ich würde sagen, den hier fällen wir noch. Ich will nämlich die Bäume hier eigentlich einigermaßen weg haben. Wie gesagt, die springen da drauf und können mich von oben aus, glaube ich, auch angreifen. Und das möchte ich dann natürlich vermeiden, wenn es sich vermeiden lässt. Ja, okay, die fallen auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ich bin ja kein Baumfäller, beruflich zumindest nicht. So, ja, die Hälfte ist wieder runtergefallen, ich weiß. Ach, haben wir hier schon alle? Wie, das ist jetzt der Garten? Na gut. Na gut, na gut. Dann sei es so. Na, so ein Karnickelkäfig ist auch... ist das Bindfaden? Okay, da weiß ich nicht, wo ich den herkriegen soll. Oh, und ich bin jetzt sauber gewaschen. Das ist natürlich schön. Praktisch, der Regen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier noch so ein Fire Pit vielleicht. Type to light up your camp at night. Along fast with you. Ja, bauen wir nochmal so ein fettes Ding hier hin. Den bauen wir mal hier auf dem Komodo. Wo ist der kleine? Wo ist er denn? Kann ich die auch nehmen? Nee. Okay, die sind wohl zu schnell. Wo ist der Varan hin? Okay, das haben wir in 0, nichts aufgebaut. So, Steinchen brauchen wir noch. Ja, irgendwann haben wir auch alles abgegrast. Nochmal ein paar Stöckse. Irgendwann haben wir halt auch alles abgegrast. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Und dann müssen wir uns zwangsläufig weiter vom Camp bewegen. Aber solange ich hier alles finde, möchte ich auch hier bleiben. Allein schon, um mein Camp hier auch zu bewachen. Ach, hier ist auch noch einer. Wo kommen die? Ach, die rennen alle ins Feuer, die blöden Tiere. Nein. Ach. Ja, das ist natürlich auch... Ach. Auch sehr praktisch. Gut. Wenn sie hier... Das ist eigentlich der Never-Ending Grill im Prinzip. So. Mal schauen. Also ein Fire Pit haben wir auch noch gebaut. Ja, was bleibt uns da sonst noch? Großartig. Bleibt uns nur noch hier so ein paar Defensivwälle. Furniture haben wir noch nichts. Okay,
Okay, hier kann man noch eine ganze Strecke machen, aber nicht in der Alpha-Version. Die Happy Birthday Trap ist natürlich nett. Tja. Ja, komm, wir bunkern uns immer hier ein. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, okay, jetzt will er's. Das ist natürlich nett. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass unsere Freunde bald wieder hier vorbeischauen und uns besuchen kommen. Nehmen wir das alles mal mit. Tja, wo ist der Rest hier? Hier müssen doch eigentlich noch viel mehr rumliegen. Das kann mir doch jetzt keiner erzählen. So viele Bäume, wie ich hier schon gefällt habe. Na gut, dann nehme ich hier meine Reservebäumchen hier. Na, die er aber nicht aufnehmen möchte. Dummerweise. Und wir haben unsere erste Schutzwand errichtet. Das ist ja phänomenal listisch Tichkeit oder so ähnlich. So, und dann bauen wir hier irgendwie den nächsten hin. Ich hoffe, die können da nicht auch irgendwie drauf klettern oder so. So, und dann, wo fällen wir mal den nächsten Baum? Ich würde sagen, ah, Komodo. Scheiße. Ja, die sind auch so verflucht schnell, die Mistviecher da, ey. So, ich hoffe, der fällt jetzt auch irgendwie. Okay. Die fallen so total komisch. Naja. Naja, gut. Hier hinten sind auch noch welche hingerollt. Nehmen wir die auch nochmal mit. Ja, die rollen weg. Das ist doof. Und ja, ich bin wieder blutig. Wer weiß wieso. Keine Ahnung. Aber es ist ja sehr rainy momentan. Das kann uns dann nur zugutekommen. Ja, ja, du bist so schnell außer Atem, Kollege. Geht ja gar nicht klar. Und es blitzt. Da bleiben die Kannibalen wahrscheinlich auch lieber zu Hause, als mich hier zu jagen. Hoffe ich zumindest. So, dann bleiben die vielleicht auch mal ein bisschen draußen hier, wenn wir das hier fertig gebaut haben. So, und hier weiß ich immer noch nicht, wann und überhaupt und wie das hier so funktionieren soll. Naja. Eat something. Vielleicht diesen kleinen Varan. Hahaha. Da war ich schneller, Kollege. So, ich würde sagen, dann. Wieso ist denn meine Rüstung eigentlich weg? Nur weil ich mich mal schlafen gelegt habe. So, wie viel habe ich denn hier? Nehmen wir mal so ein Rabbit. C. Dann noch einmal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na gut. Scheiße, jetzt habe ich hier schon wieder einen Varan vor der Nase und habe dieses Ding nicht ausgerüstet. Ah. Ja, und wir sind total außer Atem. So. Dann futtern wir mal schön. Lecker, lecker Häschen. So. Dass die Baumstämme immer so schnell weg sind, das ist ja unglaublich.
würde sagen, dass wir die Seite auch einfach mal abschirmen. Nochmal ein Basic Wall. Machen wir den mal, ja, hier so hin. Genau, dann haben wir noch ein bisschen Platz, um, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Platz ist immer gut. Da hinten liegt kein Baumstamm mehr rum. So, der müsste jetzt dahin fallen. Diesmal tut das auch. Naja, so ganz habe ich das noch nicht raus. Liegt bestimmt auch an mir, dass ich einfach zu blöd bin. Aber, naja, gut, dann ist das so. Kann ich auch nichts dran ändern. So, hier liegen auch noch zwei rum. Können wir auch gleich verwerten. So, hier war noch einer. So, die nächste Wand haben wir fertig. Das sieht auch ein bisschen sehr unprofessionell aus. Aber wir sind ja noch in Übung, in Ausbildung. Survivor in Ausbildung. Sozusagen. Ups. Nee, die wollte ich gar nicht. Die verbrauchen mir fürs Erste hier zu viel Stämme. So, oh, guck mal. Oh, das ist ja wunderbar. Guck mal, die Vögel, die locke ich dadurch auch an. Das ist ja ein kleines Biotop für sich. Das ist unglaublich. Ups. Ja, so ist das ja eigentlich schon sehr nett, ne? Ja, ich muss sagen, jetzt wo ich raus habe, dass man die Kannibalen einschüchtern muss, im Prinzip. Ja, es ist schon eine Menge wert, bis man das mal rausgefunden hat. Aber es macht Sinn. Eigentlich. Oh, guck mal. Hab das gesehen, der konnte fliegen, der Schlumpf hier. So, dann nehmen wir nochmal was von seiner Haut. Ja, ja, du blutest oder bist immer noch blutig. Dein Problem. Ja, also so ist das wirklich ganz schön. Wie gesagt, nur wenn man das erste Mal spielt und noch gar keine Ahnung hat und nicht weiß, dass man die Kannibalen... Oh. Irgendwie beeindrucken muss, sozusagen. Der hat sie dann nicht ganz so leicht. Wie ihr bei mir ja auch schon gesehen habt. So. La la la, wir bauen hier unsere Burg. So, bup, bup, bup. Manko von dem Ganzen ist natürlich, dass die wahrscheinlich auch die erklimmen können. Diese Welle. Und naja, wir sehen auch nicht mehr, ob welche kommen. Das ist auch ein bisschen blöd. Also wenn wir auf einmal eine Armee vor der Tür stehen haben. Und das nicht sehen ist auch schon nicht ganz so dolle. Aber zumindest ist die Bewegungsfreiheit von denen auch eingeschränkt. Von den Kleinen hier. Von den kleinen Kollegen. So. Ja, ist doch schon mal ganz nett. Hier ist schon wieder so ein Lurch. So, dich nehme ich mit. Jut. Juti, juti. Also wir sind ja jetzt erst wieder blutig, sag ich mal. Ich glaube, wir machen uns dann, wenn wir das hier so einigermaßen auf der Kette bekommen haben. Na, du sollst hier das Ding. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach einem Fluss. Wir waren ja zum Glück einmal wieder abgewaschen hier. Dann kann sich das bestimmt auch nicht so schnell infizieren. Mit irgendwelchen Krankheiten. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also so ist es ja realistisch, ne? Weitestgehend. Ja, okay. Er fällt wieder sehr merkwürdig.
Ich wüsste auch ganz gern, ob man sich damit selber erschlagen könnte. Würde mich tatsächlich sehr interessieren, ob das wohl möglich ist. Und schon wieder ein Komodo. Mann, das sind. Ach, da liegt ja auch noch ein Baum. Stumpf. Ein stumpfer Stumpf. Okay, so. Ich sehe jetzt auch nur die Hälfte gerade. Bauen wir das Teil mal hier hin. Ja, das passt, das ist gut. Okay. Latschen wir mal wieder hier drüben hin. Lalalala, ein kleiner Waldspaziergang. Und auch so, ich finde den Wald schön gemacht, sehr stimmig. Also gerade auch mit diesen ganzen Vögeln, die hier zwitschern und rumfliegen und diesen Tennisball, den ich hier gerade wieder wegschmeißen kann. Das ist ganz nett, auf jeden Fall. Und das Spiel hat sehr viel Potenzial, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wäre natürlich cool. Ich habe die Chips genommen oder was es da auch immer war. Interessant. Wüsste ich mal gern, was ich damit anstellen kann. Bestimmt nur richtig geile Sachen. So. Das Ding haben wir auch wieder fertig. Ja, wir sind hier schwer am Arbeiten. Und ich sollte auch mal so ein Teil mit Tür bauen, würde ich sagen. Naja. Scheiße. Und das werde ich wohl als nächstes mal tun. Und essen sollten wir auch gleich wieder, weil wir sind wieder ziemlich hier außer Atem. Na. So. Fällt jetzt wahrscheinlich auf den Wall und macht alles kaputt. Und jetzt zum Glück nicht. Zum Glück nicht. So. Ah! Oh, jetzt habe ich mich selber erschrocken. Ja, war wieder sehr, sehr schlau von mir gemacht. Ja, ist ja gut. Wo ist Dor? So, dann bauen wir das Ding mal. Bauen wir die Tür mal hier irgendwie hin. Machen wir mal, na, machen wir mal so. Ja, das ist gut. Das ist in Ordnung. Na, nimm mit hier. Es wird schon wieder etwas dunkel. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir es vielleicht vor Einbruch der Nacht fertig kriegen. Aber naja, dann halt nicht. Aber ist doch richtig schick. Also es hat ja was. Durch. Oh. Okay. Durchaus. Okay, hier liegen schon wieder 10.000 Hasen rum. Sehr gut. Die schmeißen wir auch gleich mal ins Feuer. C, na, C. C, 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 C. Vielleicht müssen wir das hier nehmen. So. Dann nehmen wir das halt zum Kochen, zum Braten. Okay, es wird auch schon wieder sehr spät. Und ein Spinnennetz. Oh, das ist ja cool gemacht. Geil. Ich weiß zwar nicht, welche Bäume das da jetzt abdecken soll, die nicht mehr vorhanden sind. Aber es ist sehr, sehr nett gemacht. Auf jeden Fall. Okay. Gefuttert haben wir jetzt auch was. Ja, ich würde sagen, dann haben wir den zweiten Tag auch überstanden. Und können auch schon wieder schlafen gehen. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts in der Nacht. So, sieht wieder nach Morgengrauen aus.
Wir können wieder frisch ans Werk, gestärkt noch und ausgeschlafen. So, dann fällen wir jetzt auch noch den letzten Baum hier mit dem Spinnennetz. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja, nicht so schön. Sagen wir mal so. Ja, das ist ein bisschen Atmosphäre raubend. Dass es so ein bisschen merkwürdig hier manchmal ist, dass die Leguane, die Warane da in der Luft stehen bleiben und solche Geschichten. Ja, und ins Feuer rennen und dazu Tausenden, naja, verenden. Aber gut für mich. Ich habe wieder hier Schutzschild. Wie auch immer mich da diese Haut schützen soll, aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. So, nochmal ein Basic Wall. Den machen wir mal so hier hin. So. Noch mehr. Ja, wo kommen die eigentlich alle weg? Das geht ja gar nicht. Und ich glaube, wir können auch immer nur einen tragen. Das ist sehr, sehr schade. Schmeißen wir trotzdem mal wieder ins Feuer. Auch wenn ich das gerade nicht kann. Wahrscheinlich, weil wir volle Energie haben. Das ist auch ein bisschen blöd. Wenn ich was essen will, dann esse ich was. Naja. Naja, naja, naja. So, ja, wir sind hier schon im dritten Tag jetzt mittlerweile. Und du bist tot. ja, nicht schlecht. Wir haben jetzt hier bald alles abgeholzt. Aber können wir das... Okay, das hat jetzt, glaube ich, nichts gebracht, aber... Naja. So, dann holzen wir das hier auch noch weg. Gut, dass wir die Blätter automatisch immer abnehmen, mitnehmen. Das ist sehr praktisch. Aber gut, davon kann man, glaube ich, auch eine ganze Strecke mitnehmen, tragen. Ich bin heute auch nicht mehr so ganz fit. Aber das soll euch jetzt nicht stören. Wir sind hier, um zu überleben und nicht um, ja, das war jetzt sehr cool. Akrobatisches Holz. Ja, es macht durchaus Spaß, sich hier so ein Ding aufzubauen. Also von mir aus kann das so ruhig jetzt hier weitergehen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es so bleiben wird. Aber wir kerkern uns jetzt hier einigermaßen mal ein. Dann mal schauen. So. Wie gesagt, wenn das fertig ist, dann möchte ich mich auch ganz gerne irgendwie nochmal auf die Suche hier begeben. Nach Wasser und so weiter. Jetzt ist ja hier wieder Regen, dann sollten wir... Ja, sieht wieder abgewaschen aus. Besonders praktisch. Unser großes Feuer geht auch sehr schlecht aus, das ist gut. Hasen gibt es ja auch genug. Leguan, Komodos auch. So. Ah, hier ist noch ein Hölzchen. Hm, sonst nichts mehr. Okay. Dann muss ich noch mal ein Bäumchen fällen. Oh, das ist echt scheiße, sieht das aus. Naja. Dann nehmen wir doch gleich den hier noch. Dann haben wir hier auch echt alles abgeholzt bald. Na, ich muss auch hier draufschlagen, du. Dämmlack. Ja, und mich würde auch mal interessieren, also ich finde so, ich sag mal, auch wenn es im Prinzip keine Story hat, also hat es ja eigentlich nicht so wirklich, würde es mich auch wirklich mal interessieren, wie es hier weitergeht.
Also gerade auch mit dem Sohn, der ja verschleppt wurde. Wie gesagt, es hat sehr viel Potenzial. Es wird ja alles nur so ein bisschen mehr oder weniger angedeutet, sag ich mal. Ich glaube, hier baue ich auch noch mal eine Tür rein. Oder erstmal vielleicht eins mit Fenster. Oh, ist natürlich auch sehr schick. Nein, das wollte ich doch so gar nicht hinbauen. Scheiße. Kann man es vielleicht noch mal irgendwie abbrechen oder so? Ah, man kann die sogar verbinden. Ja, das ist natürlich allerliebst. Geht das? Aber dann brauche ich, glaube ich, hier zweimal dasselbe, wa? Cool, und ich breche mir hier einen ab, um das hier irgendwie manuell hinzudeichseln, aber das ist ja noch viel cooler. Ja, ich muss sagen, es macht mehr und mehr Spaß, das Spiel. So ein paar Pilzchen. Pilze. Schöne kleine Pilze. Ja, das wird hier ein richtiges Häuschen, was wir zusammenzimmern. Im Prinzip. So, alles ausgegangen. Machen wir es auch nochmal an. Haben wir auch unsere endlose Nahrungsquelle im Prinzip. So. Gut, ich würde sagen, dann müssen wir hier weiter nördlich oder zumindest hier weiter vorne. Ich weiß ja nicht, ob es Norden ist. Sollten wir auch mal weiter Bäume fällen, weil hier am Flugzeug ist ja kaum noch was. Dann mache ich lieber hier noch ein bisschen mehr. Ups. Jetzt mach schon hier. Mein Gott, der stellt sich an hier. Wie der letzte Döskopf. Na, jetzt fällt er den anderen Baum hier gleich schon. Ich will den. Na komm. Fall um. Uah. Uah. Ja, interessant wäre auch zu wissen, dass wenn diese Runner, nenne ich sie jetzt einfach mal, diese ganz schnellen Kannibalen, die können ja auch da drauf springen. Würde mich mal interessieren, na, was passiert, wenn wir so einen Baum fällen und die sind da drauf? Bleiben die dann auch in der Luft stecken? Ja, das sind Fragen des Lebens, die mich hier wirklich berühren. So, und wo ist der Rest meines Baums? Ich sehe nichts. Ich sehe keinen Rest. Verdammt. Doch da. Juhu. Ist uns doch noch was erhalten geblieben. Naja, aber so ganz hundertprozentig ist das jetzt aber auch nicht da kombiniert worden. Und da haben wir schon eine ganze Ecke hier abgesäbelt. Na, 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 na. So. Dann nehmen wir den hier auch gleich mit. Okay, das Feuer machen wir auch noch mal an. Jetzt ist es ja wieder schön. Ich kann mir vorstellen, dass sie gleich wieder einen Angriff starten. Aber das will er irgendwie nicht kombinieren. Das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Na ja, gut. Na gut, na gut.
Okay, dann haben wir nach vorne hin eigentlich gleich alles abgeriegelt, soweit. Sag ich mal. Das ist schon mal sehr gut. So, was zu essen wäre mal ganz gut. Haben wir hier so ein Häsel. Ja gut, er will es nicht. Das verstehe ich nicht. Das finde ich ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Wieso das denn nicht funktioniert? Vielleicht will er... Okay, das geht dann wieder. Interessant. Schicke Schuhe. Gut. Dann warte ich erstmal, damit wir gleich wieder mehr Energie haben. Bis das Viech hier gar wird. So. Gut, Mampf, Mampf. Da verschwindet wieder ein Varan. Du willst hier nicht das... Mein Gott, ey. Das sah gerade so aus, als wenn er mehr Gras als sonst irgendwas hier weghaut. Wollte ich mich schon beschweren, aber scheint ja doch ein bisschen mehr an den Baum auch mitzugehen. So, und schwupp. Zerfällt er in 1000 oder auch nur 2 Stücke. Das war ja mal, ja, eine richtig beschissene Ausbeute. Ausbeute kann man es auch nicht nennen. Ach, hier liegen ja auch noch 2 rum. Ha. Okay, gut. Guti. Dann bauen wir nochmal eins mit Fenster hin. Was aber leider, scheiße, nicht so ganz passt. Naja, gut. Müssen wir halt irgendwie wieder was kombinieren, keine Ahnung. Ist natürlich auch blöde, weil hier jetzt die Tür ist. Naja. Muss ich mal gucken, wie wir das gleich machen. Ich will mich echt nicht zu weit entfernen, aber so langsam... wird's ja wohl nötig. Leider. Naja, aber vielleicht fällt er ja wenigstens bei uns ins Camp rein. Oder wenigstens mehr hier hin, okay. Okay. Das reicht mir schon. Hallo. Ach du blöder Idiot, du sollst diese scheiß Baumstämme nehmen. Mann. Ja, Wetter wird auch wieder schlecht. Ekelig, scheiß Wetter. Ist ja fast wie zu Hause momentan. Also so ein toller Vergnügungsurlaubstrip ist es hier doch nicht. Schade, schade, schade. Anfeuern. Ah! Ach! Ja, ja, ist ja gut. Sehr, sehr schlau, wie ich das hier wieder mal gelöst habe. Aber jetzt werde ich ja schnell wieder gelöscht. Gut, ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich schon wieder reintrete.